Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder in My Time in Central. Schön, dass ihr dabei seid. Hier sind wir mit Fred, den Fliesenleger, unterwegs. Normalerweise sind natürlich nicht die Muster auf beide Seiten der Fliesen, weil man sieht ja eh nur eine Seite. Aber okay, hier ist es halt so ein Sandrock. Warum auch immer. Das sieht auch lustig aus. Er läuft praktisch auf der Fliese, während er sie trägt. So, mal gucken. Aber bei Elsie mal ein bisschen was ausbauen können hier. Natürlich ziemlich mühsam. Ich weiß nicht, warum sie das so rum gemacht haben, statt die neuen Kacheln einfach ganz normal in das Ausbauprogramm reinzunehmen. Aber ja, so. Mal gucken. Wo war das? Nee, hier war das. Boden. Gucken. So, das. Man kann es nämlich auch so machen. Mal schauen. Hier gibt es jetzt einen neuen Reiter mit Kacheln, habe ich gesehen. Man muss hier wirklich, wenn man bestimmte Muster will, einen Haufen davon kaufen. Gut, die kosten jetzt nicht ein Vermögen. Aber ja, sag mal, wenn man am Anfang des Spiels ist, ist es eher noch ein bisschen teurer. Aber dann würde ich diesen Quatsch auch lassen. Und man kann es dann auch so verlegen. Also wir müssen es dann nicht so ganz mühsam einzeln machen. Ich finde es trotzdem ein bisschen umständlich. Weil wir können ja die ganz normalen Kacheln, die so per DLC oder sonst im Spiel gekommen sind, ja auch ganz einfach verlegen. Warum wir die jetzt so verlegen müssen und vielleicht extra noch kaufen, ist mir komplett unverständlich. Klar, du kannst dann hier auch einen Boden, ich meine, anders machen. Eine Seite machst du so. Vor allem hast du noch diese blöde Kamerasteuerung hier, die es sehr unübersichtlich macht. Ja. Okay, und du gibst einen Haufen Geld aus, weil du musst die ganzen Kacheln ja noch kaufen. Aber ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte hier hinter der Quote keine Kacheln haben. Dann spare ich mir die, weil die sieht man eh nicht. Ja, aber irgendwie ist die Methode ein bisschen bescheuert, ganz ehrlich. Und vor allem, ich lege hier Fliesen auf Fliesen, wenn man es nochmal ganz genau nimmt. Das kann man auch machen, aber ich finde das, was sie sich hier ausgedacht haben, vielleicht ging es nicht anders wegen der Texturen, weil die sind hier feiner. Die Lichtbrechung da drauf und so. Das ist ein bisschen besser gemacht. Als hier sieht man ja schon, wie schlecht die Texturen hier und der Schattenwurf ist. Das ist bei denen hier besser. Aber die Methode, es wirkt für mich so ein bisschen improvisiert. Aber okay, wir können es zumindest machen. Meckern wir nicht rum. Wir müssen das Programm so nehmen, wie es ist, weil es wird nicht mehr besser. So, jetzt sind sie mir schon ausgegangen, die Kacheln. Jetzt müsste ich neue kaufen. Ah, ne? Jo. So sieht es dann aus. Ist ein bisschen feiner der Boden. Ich wüsste jetzt noch gar nicht, ob der mir gefällt, aber ich wollte einfach mal verlegen hier. Zum Glück zu echten Fliesen können wir das hier natürlich auch schnell wieder wegmachen. Weil wir können einfach dann draufklicken und sagen, auf Wiedersehen damit. Ne, das geht auch. Aber dann müsste ich noch was kaufen. Aber okay, wie sehen die denn eigentlich aus? Dieses Blaue. Auch nicht schlecht eigentlich. Ne? Können wir mal gucken. Das hier. Ah, weiß ich nicht. Die gibt es auch schon in groß. Und dann kriegst du die wieder zurück. So, was hat man noch? Ich fand hier eigentlich so gewisse Holzfliesen. Alternierender Holzboden. Was ist das? Achso. Okay. Klassischer, gemusterter Ziegelboden. Ja, könnte man auch. Sieht auch interessant aus. Und das hier ist das, ja. Gebürsteter Keramikboden. Okay. Das ist der hier. Boah, das ist hier zu viel Ton im Ton. Würde hier nicht passen. Dann machen wir hier mit dem Rosa weiter. So, das vom Licht her sieht er gar nicht so schlecht aus. Das hier ist ja schon sehr matschig. Aber die Art, das zu verlegen, ist schon nicht so geil, finde ich. Naja, aber ja, so schlecht sieht es jetzt auch nie aus. Und ja, wenn Elsie hier Drogenrausch hier hat, dann ist es eh wurscht, wie es aussieht. Die vergisst es dann eh wieder, wie es aussieht. Also kann ich halt eigentlich auch so lassen. Ja, arme Elsie. Die ist hier in dem Spiel so langsam ein bisschen verkommen, habe ich das Gefühl. Was ist hier los? Wollen wir die Hasen nicht versorgt hier? Was soll das? Was ist hier? Die sind ja unzufrieden. Was ist denn euch los, die Hasis?
Oh, ich habe keine Tomaten mehr. Geht denn hier ab? Aber Moment, ist hier wieder der Sauerspiegel ausgelaufen? Also der Vertrag ausgelaufen? Habe ich noch nicht mitgekriegt. Wo ist der Kerl denn überhaupt? Oder? Und Elsie? Ich weiß nicht. Ja, hier machen alle, was sie wollen. Aber das kennen wir ja auch. So, hier kriegen wir dann die... Ja, die Fliesen, die wir eingesammelt haben, kriegen wir dann beim Briefkasten wieder. Das ist auch ein bisschen komische Tone, aber okay. Ging wohl nicht anders. So, da haben wir sie wieder. Ja, die sind schon besser gemacht. Also mit diesen 3D-Texturen. Das sieht das schöner aus. Aber die Methode, das zu verlegen, ist irgendwie sehr holprig, finde ich. Gut, da müssen wir jetzt nochmal Fliesen kaufen. Oh, naja. Hey, Bergie, ist das nicht ein schöner Tag, um auf den Schienen mal fahren zu werden? Ja. Bürokratie. Haben wir schon genug hier. Gut, dann kaufen wir uns nochmal ein paar Fliesen, Heidi. Ah, da ist ja unsere Frau. Vielleicht kümmert sie sich ja mal um die Tiere. Das wäre zumindest eine Aufgabe heute. Kann ich alles alleine machen hier. Möbel bauen, Haus umbauen, Stadt retten, was weiß ich. Handschuhe reden. Wer kommt da? Ah, Heidi. Ah, Heidi, sehr schön. Ich muss bei dir noch Fliesen kaufen. So, hier hast du dein Zeug. Ja, mit der Kohle, die kann ich jetzt gut gebrauchen. So, von der einen Tasche in die andere Tasche, ja. Wo geht das hier? Jeha, sagt man so als Cowboy. Wir sind Cowboy und Fliesenleger. Ja, ist, ja. Was haben sie denn? Und zwar... Was sind die denn überhaupt? Lila Fliesenboden? Ach, die sind das, ne? Rosa Fliesenboden. Uff, was brauche ich denn da? Brauche ich jetzt gar nicht. So viel auch nicht. Also, nochmal auf 40. Das wird dann auch ein teurer Spaß, wenn du da wirklich viel davon kaufen willst. Also, Freunde, ne? Na gut. Für das Geld hier. Da muss halt aber auch schon Feinsteinzeug sein hier, Freunde. Den haben wir denn da oben? Hallo, Chen. Ist eingeschlafen? Ja, das ist mit den Treppen hier manchmal. Warum gibt's ja keinen Aufzug? Hey, Amiralein! Oh, stört euch zwei drum hier. Du bist nicht Amira, aber macht nichts. Coole Sachen ausgegraben. Wunderbar. Zumindest mal kein Bikini dabei. Das wird mich jetzt noch mehr irritieren. Hallo, es ist ja ein schöner Sonntag hier im Winter. Ich lehne mich doch gerne aus dem Fenster. So, bitteschön. Was? Haustier? Okay. Da, viel Spaß ihr zwei noch. Vielleicht tauschen sie Modetipps aus. Ich weiß nicht. So, haben wir das auch. Fliesen habe ich noch gekauft. So, mal gucken, ob die Anni hier irgendwo ist. Mit der haben wir ja noch eine Geschichte. Blablabla, die ist nicht da. Hm. Wo ist die denn wieder? Wo hängt die denn wieder rum? Ne? Oh, hier ist keiner. Gott, jetzt so viel Platz hier in der Mitte. So unglaublich aufgeräumt. Furchtbar. Nicht so wie bei Frelsi. Sind doch eher die Chaoten, ne? Gut. Huch, er ploppt aber spät auf heute. Schnell die Heinzelmännchen, die ganze Deko hingebaut und gesehen. Hey! Jan! Ihr rempelt mich hier an von der Seite. Deine Mutter sollte langsam wissen, dass es uns gibt. Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her. Ach, Kind, so. Oh, warte mal. Guck, wir machen mal ein schönes Erinnerungsfoto. Können wir dann Elsie schicken, die nochmal weiß, wer wir sind. Ja! Geht dann. Oh. Den Fremden haben wir gerade wegretuschiert hier. Das macht die KI. Halt, renn doch nicht gleich weg. Ich wollte eigentlich noch was mit dir besprechen hier, sagen wir mal. Aber gut, das können wir auch woanders machen. Warte mal, wir können direkt ins Menü springen. So, wo ist denn die gute Mir an? Da ist er noch. Jawohl. Team-Momente. Puh, war mich so schnell geworden. Wart auf mich. Wahnsinn, im Team. Gut, die sogenannte Rebellion haben wir ja noch hinter uns. Also, Mir an ist einmal beim Arbeiten eingeschlafen. Das gilt schon als rebellisch wahrscheinlich. Mein Gott. Wie ist die arme Frau aufgewachsen und arme Kind?
So, die sogenannte Rebellion. Manchmal, wenn sich ihre Hausaufgaben stapelten, begann Mi an, vor sich hinzuträumen. Sie hatte von rebellischen Kindern gehört, von Kindern, die ihre Sachen gepackt hatten und weggelaufen waren, um nie wieder nach Hause zurückzukehren. Wenn Kinder es erzählten, sind die Ausreißer zu Superstars am Trapez im Zirkus geworden. Ja, oder zu DSDS gegangen. Und wenn die Eltern es erzählten, wurden sie von einem Monster in der Peripherie verschluckt. Das kann manchmal auch besser sein. Aber wenn jemand an das Wort rebellisch dachte, kam ihm bestimmt nicht mehr an in den Sinn. Sie tat, was mir sagte, befolgte die Regeln und versuchte immer, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Mian sah die Welt in Form von Regeln. Regeln helfen einem, zurechtzukommen. Wenn man gegen die Regeln verstößt, schreit einen jemand an. Jemand ist enttäuscht, jemand weint. Wenn man sich an die Regeln hält, isst man gut, kleidet sich gut und wird gelobt. Ganz einfach, zumindest redete sie sich das ein. Als sie wieder einmal mit dem Gesicht tief in ihren Büchern vergraben einschlief, sah sie den hellen Mond von ihrem Fenster und sehnte sich danach wegzulaufen. Sie wollte rebellisch sein, nur einmal, nur. Schnell begann sie, ihre Sachen zu packen. Ihren Spitzhammer, ihre Schutzbrille, etwas Essen, Wasser und einen Verbandskasten. Verbandskasten? Sie wusste, dass sie bereit war und sie wusste, dass sie das Zeug dazu hatte, es alleine zu schaffen. Sie war ein Meisterhandwerker, die Beste in ihrer Schule. Sie hatte vor nichts Angst. Bald war ihr Rucksack prall gefüllt. Sie war aufgeregt und konnte es kaum erwarten, wegzukommen. Mian ging ihre Checkliste nochmal am Kopf durch, um sicherzugehen, dass sie nichts vergessen hatte. Ein Spitzhammer, 2 Kisten mit Essen, 3 Flaschen Wasser, 2 Kisten sogar. Mian, komm runter, das Frühstück ist fertig. Hä? Frühstück? Mian rieb sich die Augen. Wie konnte es bereits Zeit für das Frühstück sein? Sie ging langsam in den Flur und ein sanfter Duft umwehte sie. Was war das? Sie rannte die Treppe hinunter und sah im Esszimmer nach. So viele Gerichte. Doch ihr Lieblingsgericht. Mian half Pan den Tisch zu decken und setzte sich dann eifrig hin. Wo warst du denn, Schatz? Ich rufe dich schon seit Ewigkeiten. Hast du an etwas gearbeitet? Fragte Mians Mutter und brachte die Speisen. Mian erstarrte. Hatte sie nicht vor, wegzulaufen? Aber da saß sie nun am Esstisch und aß ihr Lieblingsfrühstück. Sie sagte ihrer Ma, dass das Essen köstlich sei und versuchte den Gedanken an das Weglaufen zu verdrängen. Nach dem Frühstück half sie ihrem Vater beim Abwaschen und erledigte ihre Hausaufgaben. Ihr Großvater kam, um ihr zu helfen, setzte sich zu ihr und führte sie durch die schwierigsten Bauernleitungen. Dann putzte sich die Zähne und legte sich ein kleines Nickerchen hin. »Schläfst du, mein Schatz?« fragte ihre Mutter und steckte ihren Kopf zur Tür herein. Sie kam und setzte sich auf die Bettkante. »Mian, du scheinst heute nicht so du selbst zu sein,« machte die Schule zu schaffen. Mian war zum Weinen zumute. »Dein Vater und ich haben uns unterhalten. Wir wollen nicht, dass du dich zu sehr unter Druck setzt, Liebes. Wenn du dich müde fühlst, sag es mir einfach bitte, okay?« Mian nickte leise. Ihre Mutter lächelte sie an, dieses einfühlsame Lächeln, das Mian mit Wärme erfüllte. »Ich habe ein Geheimnis für dich, Mian,« sagte ihre Mutter und lehnte sich dicht an Mians Ohr. »Großvater hat mir gesagt, dass er sehr stolz auf dich ist. Er sagte, er habe gesehen, wie du neulich den Schleifer repariert hast, und er ist mir das sofort berichten gekommen.« Mian bemühte sich nach Kräften, aber sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ihr Gesicht strahlte. »Echt? Natürlich!« sagte ihre Mutter und deckte sie zu. Sie hielt inne und suchte nach Worten, die sie sagen sollte. »Mian, die Welt ist groß und kompliziert. Es mag so aussehen, als wüssten wir alles, aber auch wir Erwachsenen tun unser Bestes, um das alles herauszufinden. Du bist ein wunderbarer Mensch, Mian. Du wirst dich selbst finden. Nur keine Eile.« Ihre Mutter gab ihr einen sanften Kuss auf die Stirn und schloss die Tür. »Schlaf gut, mein Liebling!« Und so wurde Mians Rebellion im Keim erstickt, noch bevor sie begann. Als sie in Sendrock ankam, wollte sie das Leben bei den Hörnern packen. Sie wollte eine mutige erneuerte Mian sein. Sie ging in den Blue Moon Salon, schaute dem Besitzer direkt in die Augen und sagte, gib mir den stärksten Drink, den du hast. Nicht? In Ordnung, probiere ich's, sagte der Besitzer. Er warf einen Blick auf Mian und glaubte, sie zu erkennen. Hey, bist du nicht der neue Handwerker? Bist du sicher, dass du so spät noch was trinken willst? Ich bin sicher, du hast morgen einen langen Tag vor dir. Ah, er hatte recht. Sie hatte morgen einen langen Tag vor sich. Sie wollte nicht gleich an ihrem ersten Tag in einem schlechten Zustand auftauchen. Und außerdem würde sie in Zukunft noch viele Gelegenheiten haben. Nun, ein Glas Jagdmannmilch, bitte. Mian saß da und trank ihre Jagdmannmilch, bis das Saloon schloss. Sie fragte sich, kann sie überhaupt rebellisch sein? Was war es, dass es ihr so schwer machte? Vielleicht liegt es einfach nicht in ihren Genen. Wer braucht schon zu rebellieren? Sie ist einfach zu brav. Außerdem passt das einfach nicht in den Terminkalender, das Rebellieren. Okay, machen wir mal. Möchte zur Erinnerungsgeschichte beginnen. Und da wir direkt vor ihrer Nase stehen,
Ich meine, das mit den Lass dir Zeit, Kind, hat sie nicht ganz so verstanden, weil sie rennt immer wie eine Wahnsinnige hier rum. Hallo, halt, 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 halt. Es kommt noch der Mann im Anzug. Aus dem Weg hier. Ah, mein Foto. Das Komische ist, die fragen sich ja nie, wo hat Fred die Dinge eigentlich her, ne? Oh, dieses Foto habe ich immer bei mir. Hey, schön, dass du mir dieses Foto zeigst. Hä? Naja, was soll's. Ach, ich erinnere mich an diesen Tag. Ich hatte vor, von zu Hause wegzulaufen. Ich hatte sogar meine 7 Sachen fertig gepackt. Und dann bist du eingeschlafen. Ja, ich wollte weglaufen und redete mir ein, ich würde einfach weggehen. Doch, dann schlief ich ein. Als ich ein Kind war, wollte ich jedes Mal, wenn ich mich überfordert oder gestresst fühlte, um mich schlagen und rebellieren. Aber es hat nie geklappt. Ah, meine Mutter hat dieses Foto vor ein paar Tagen gefunden und mir geschickt. Ja, und Fred eine Kopie anscheinend. Ich dachte, meine Mutter wüsste nichts davon. Aber sie sagte, sie könne die Töpfe und Pfannen nicht finden, weil ich sie alle eingepackt hatte. Sie kam in mein Zimmer, um danach zu suchen. Ach, ich wollte ja so vorsichtig sein. Ich hatte Angst, dass mir das Essen ausgeht und ich verhungere. Also habe ich davon so viel wie möglich mitgenommen. Ach, das ist so dumm, nicht? Sie wollte halt auf Nummer sicher gehen, wie sie normal eben ist und auch beim Weglaufen kein Risiko eingehen. Na gut, aber verhungern ist schon nicht so ohne. Hallo, ey, lauft doch nicht alle durchs Bild, Mensch. Wir sind hier intim gerade. Also, am Reden. Chat von Pfanne mal weglaufen? Ich glaube nicht, dass ich wie die anderen Kinder dachte. Ich habe einmal eine Punktzahl im Buch des Lehrers gesehen, super hart gearbeitet, um sie zu übertreffen. Aber ich fand heraus, dass es sich um das Antwortbuch handelte. Okay. Ja, die tickt halt auf die andere Weise. Oje, oje, oje. Danke, dass du mir geholfen hast, das Foto zu finden. Das ist ein bisschen albern. Aber es ist ein Erinnerungsstück. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nie etwas Rebellisches getan habe, weißt du? Ich war schon immer das Musterschulkind. Vielleicht geht es nur mir so. Kleine alte Me, Anne. Oh, ein Wortspiel, ja. Ja, sie kann halt nicht so aus ihrer Haut, obwohl sie es manchmal möchte. Ne? Das ist halt nicht so einfach, ne? Man kann ja sagen, so, wenn du Stress hast, geh in den Wald und schrei einfach mal, aber das ist gar nicht so einfach. Und was ist, wenn dann doch nicht einer hört? Dann ist es dir wieder unangenehm. So Sachen gehen dann durch den Kopf und hindern einen dann, einfach mal aus sich rauszugehen. Das ist halt nicht einfach so einfach, vor allem wenn man ein Mensch ist, vielleicht wie auch Mian, die nicht so gerne die Kontrolle verliert. So, von daher, wie auch immer, danke für das Gespräch. Bis später. Wir kennen deine Teams Geheimnisse jetzt, Mian. Oder Me, Anne. Ja. Aber okay, ich finde daher diese, auch wenn es nur kleine Geschichten jetzt waren, echt süß gemacht, vor allem bringen sie einen die Figuren wirklich ein bisschen näher. Herr Baron. Und geben dir noch mal ein bisschen mehr Charakter. Was ist mit den Bäumen neuerdings los? Sandy, was hast du als Kind so getrieben? Ja. Bist durch die Wüste gelatscht. Ja, das machst du jetzt ja immer noch, aber wie auch immer. Hier nimm mal Sandkarpfen mit unterwegs. Kannst du den ja der Katzen geben. Den Moonwalk kannst du immer noch. Okay. Braves Kamel. Gut. Also von daher finde ich das Writing hier von den Figuren, wie die charakterisiert werden, dass sie alle so ihre eigene Persönlichkeit haben, schon echt gut gemacht. Ich hoffe, dass sie es auch im nächsten Spiel so weitermachen. Dass nicht alles so ein bisschen zu, naja, so marvelisiert wird, würde ich mal sagen. Also alles nur noch so auf Niveau von Teenagern gehalten und alles nur noch stereotyp und langweilig, wie es in vielen Spielen heutzutage leider so wird. Und dass vor allem auch der Humor so ein bisschen weiter drin bleibt. Genau wie er hier zum Beispiel. Klavier spielen und spielen, genau. Genau, das sagt das mal Mozart. Der war ein großer Schmied, habe ich gehört. Da rennt unsere Frau rum. Ach ja, warum nicht? Hatte ich bei dir eigentlich noch irgendwas? Nö. Ja, ich dachte, ich hätte da noch diese. Habe ich die Jagdstation nicht schon gegeben? Ich weiß gar nicht mehr.
Dieses viele Gerede. Da macht einen ganz rebellisch. So, flop. So, wir müssen jetzt erstmal ganz rebellisch hier Fliesen verlegen, aber nicht die hier. So. Wie geht's bei euch hier? Habt ihr noch? Kümmert sich jemand um euch? Hier geht ja alles im Bach runter hier so langsam. Okay, ihr habt Zeug. Kartoffeln mögt ihr eh nicht so sehr. Okay, dann. So, seid ihr jetzt auch mal endlich. Ah, soll ich. Oh. Bin ich schon wieder Tomaten aus. Quatsch. Die Kartoffeln heißen die. Die Tomaten sind die roten Dinger. Naja. Hm, aber keiner hat den Stall leer gemacht. Was ist denn hier los? Hm. Kacke ist auch noch da. Die Hühner sind auch nicht. Gestreichelt hat man sie, aber er hat den Stall nicht leer gemacht. Was? Ach, Kevin. Ich dachte schon, da macht Horst. Blablabla. Jetzt. Naja, gut. Passt auf, nächstes Halloween, ne? Kinder. So, dann wollen wir mal weiter. Hier sind auch noch. Oh, ich habe das Gefühl, die waren früher nicht so groß. Okay. Hier sind ja jetzt auch schon alte Jagdmals, muss man sagen. So, hier sind wir noch ein bisschen weiter mit Fliesenlegen beschäftigt. So, mal gucken. Was haben wir das denn nochmal hier? Unsere kleinen rosa Fliesen. Okay. Ich habe doch jetzt haufenweise gekauft. Wo sind die jetzt? Moment, ach da, ich habe sie nicht gesehen. So. Gut, ein paar spare ich mir. Die sieht man ja eh nicht, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier ist am Schrank. Ja, man sieht es doch, wenn man von hier kommt. Ne, das geht nicht. So. Ja, dann haben wir es hier, würde ich mal sagen. Zwar ein bisschen umständlich, aber es geht. Soll ich nicht auch noch einen Teppich irgendwo? Nee. Haben wir noch einen hässlichen Hocker, den können wir noch hier hinmachen. Dann sind wir den auch mal los. Was ist denn der Jagdmann-Teppich eigentlich? Habe ich ihn hier. Und ist er unter den Fliesen? Und, ja gut, ich kann auch einen neuen kaufen. Ja, Elselein, ja, ich wollte dich nicht stören bei deinem Geschäften. Okay. Zumindest Abwaschbar alles da oben jetzt. So, wunderbar, haben wir das auch. Fliesen legen hier. Dann müsste ich auch hier die wieder wegmachen. Weil hier haben wir jetzt so ein bisschen, naja, Ausstellung, könnte man das nennen. Die muss ich noch wegmachen. Ups. Was? Das für eine Ansicht. Oh, Kamera, ey. So. Kriegen wir gleich wieder Post. Ach, den lässt man stehen. Sieht eigentlich ganz witzig aus. So. Ja, man kann auch Fliesen unter Schränke machen, aber keine Teppiche. So ist das hier in Sandrock. Macht man einfach nicht. Teppiche muss man sehen können. Achso, Hansi, genau. So. Da haben wir wieder Post, ja. So, die multidimensionale Sprüher. Das ist auch so eine Sache. Die kriege ich mehr für die Krankstandsziegel. Die können wir direkt ausliefern. Hm. Zweimal Honig-Sambo, machen die Kochwettbewerb oder was? Sie bietet aber mehr. Ja. Okay. Honig-Sambo. 1400 und 112 Punkte Ruf. Und 896 Experience. Das ist gar nicht so schlecht. Jo. Das können wir doch machen. So, dann wollen wir unsere Fliesen mal hier wieder einsammeln. Ja. Die Post hat aber viel zu schleppen hier, muss man sagen. Arme Jasmine. Die Fliesen schleppen, in den Briefkasten stopfen. Arme Kind. Und dann alles noch wahrscheinlich unbezahlt. So. Hey, Wendelein, apropos unbezahlt. Was machst du hier eigentlich?
Ja, es hat mit dir du hast mit einem Jackmann gesprochen, hat sich streicheln lassen. Gut, wenn es irgendjemand dir eine Antwort gibt, dann sag mir Bescheid. Dann bist du das Mädchen, das mit Jackmanns sprechen kann. Warte mal, du bist Handwerkerin, also du magst Kupfererz. So. Da kannst du genau kleine Schachtel mit basteln. So. So wollen wir hier nochmal abkassieren. So, Freunde. Demo? Was machst du denn hier? Bist du Essen am Betteln? Gut, mach das, dann müssen wir es nicht bezahlen. Hey, Owen! Howdy! Howdy auch. So, hier sind deine Kackscheinziegel. Wuff, wuff. Gib doch den Hund mal was zu essen. Und den Kindern. Sind alle hier, okay? Die mögen anscheinend LGs Essen nicht. Haben wir es nicht schon mal gesehen? Genau. Kommt irgendwie bekannt vor. So, warte mal. Habe ich noch was für dich? Hier nimm mal eine Tomate, ist auch mal gut. So, Rocky ist versorgt. Sehr schön. Ja, Kinder, esst euch hier satt. Zu Hause gibt es nichts. Da ist die Küche kalt. Meine Mutter zieht sich gerade noch einen Joint rein. Aber gut, gehen wir mal wieder. Wunderbar. Ups, ist aber schnell dunkel geworden. So, Macchiato. Ja, sieht immer aus, als hätte er Medizin mal auf dem Kopf, irgendwie so einen gelben, aber naja. So ist das halt, wenn man schick aussehen will, mit der Mode gehen möchte. Muss auch Opfer bringen, Modeopfer halt. So, hallo Schatz. Ja, dann haben wir zu tun. So, hey Atze. Fluorid habe ich bekommen, okay. Da wollen wir nochmal einen rohen Honig-Sambo machen. Da habe ich sogar fast alles viel. Ist ja Wahnsinn. Kaktusblatt. Okay. So, Schmuggel, Schmuggel. Dann können wir das auch bald abgeben. Wunderbar. So, ihr seid alle versorgt im Großen und Ganzen. Bock, bock, bock. Ja. Das ist wer? Horst ist nicht zufrieden. Was ist los, Horst? Oh. Oh, okay. Ist auch nicht so ausgewogene Ernährung hier. Der Horst vermisst seine Wüstenpilze, die mag er so gern. Hey, Mann, wir können hier Kacke einsammeln. Ist das nicht schön? Ja, so viel Romantik am Abend hier in Sandrock. Dornhüpfer, war nicht eben meine Frau hier? Ah, ja. Noodles, Pautete, Paula. Ja, so ist das hier. Der Abend in Sandhock. Beschaulich geht er zu Ende. Kinder kommen satt gegessen von Owen nach Hause. Zumindest haben sie noch ordentlich zu essen gekriegt. Wir noch gar nicht. So, Wendy, du gehst mal auch mal hübsch nach Hause. Jo, versuch mal deine Mutter zu finden. Hallo. Dass die auch mal was isst. So, und wir essen jetzt auch mal was. Und dann ist der Abend hier auch schon wieder zu Ende. So, dann. Kommunizieren. Okay, was ist mit der los? Dann wollen wir uns hier auch noch mal einen reinziehen, bevor Owen schon die Küche wieder schließt hier. Jetzt isst er sogar selber was. Ich hoffe, das hat er nicht von der... Okay, Grace kochen lassen. So, ich habe Hunger. Komm, wir nehmen mal hier einen Sandfisch. So, Freunde. Jam, jam, jam. Sieht es denn sonst aus? Kalendermäßig? Ah, morgen hat Macchiato Geburtstag. Dann haben wir ja schon was gekauft. Als Katzenspielzeug. Zeig dir mir hier an. Ach, da sind diese Fotos jetzt. Die können wir uns dann hier nochmal angucken, oder was? Okay. Noch so ein paar Doppelte, die ich nie loswerde. Naja, so ist das dann. Jetzt haben wir hier 572 Jahre. Wir haben ein bisschen was ausgegeben. Auf dem Weg zu 1,6 Millionen. Und wo haben wir denn jetzt dieses Katzenspielzeug? Da hat sich doch diese Maus gekauft. Da ist er. Gut, da wird er sich bestimmt freuen. Der kleine Racker. So. Dann haben wir auch genug gefuttert hier. Komm, Nemo, wir gehen jetzt nach Hause. Ist genug. Ohren geschnurrt. Da muss immer in Übung bleiben hier. So, Freunde. Auf Wiedersehen. So, da wollen wir mal wieder.
doch. Wo ist denn meine Munition geblieben? Müssen wir dringend wieder Munition machen. Komm, Nemo, geh nach Hause und mach Munition. Und ich muss sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in Zentrock. Du kriegst auch nochmal dein Fett weg, mein Freund. Das sage ich dir. Ich hole jetzt Munition. Bye, bye.